Ja, Mahlzeit und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, was ich eigentlich gar nicht machen wollte. Doch, jetzt ist der Fensterheber kaputt von meinem TT. Oh, eine Never-Ending-Baustelle. Ja, ich habe jetzt seit ein paar Tagen so ein schönes Knistern in der Tür. Hört man das? Jo, es klingt auf jeden Fall so, als hätte ich da irgendwie, keine Ahnung, Folie in der Tür. Aber was wahrscheinlich sein wird, ist, dass der Seilzug gerissen ist. Du kannst nicht mal eben Fenster runter machen. Also doch, ich kann es runter machen. Aber das Problem ist halt eben auch, dass teilweise, wenn man die Tür dann schließt, so ein Spalt in der Tür bleibt. Bevor man das Fahrzeug verlässt, muss man erstmal die Scheibe hochziehen. Was natürlich für den, der es weiß, einbruchstechnisch nicht ganz so gut ist. Material habe ich auf jeden Fall auch da. Ein wunderschönes Originalteil, denn diese ganzen Aftermarket-Sachen, naja, da habe ich jetzt bislang nichts Gutes drüber gelesen. Das heißt, ein Original-Audi-Fensterheber bestellt. Der kostet, glaube ich, so um die 100 Euro. Aber das ist es auf jeden Fall wert, sofern man es schafft, selber zu montieren. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich werde erstmal schauen, dass ich hier die Türpappe abbekomme und das ganze Ding dann erstmal auseinanderbaue. Es gibt zwei Schrauben, einmal hier und einmal hier oben. Dafür müsst ihr im Prinzip einfach nur diese Abdeckung lösen. Da oben ist dann die Schraube. Damit man so eine Schraube nicht verliert, empfiehlt sich auf jeden Fall immer so einen Teleskopmagnet. Die gut wegpacken, bevor wir noch eine verlieren. Wichtig, wenn ihr die Pappe aushängt, gibt es auf jeden Fall das Kabel, was ihr beachten solltet. Wenn ihr die Türpappe löst, immer wichtig, erstmal hier den Türzug ausklipsen. Ganz wichtig als erstes. Dann diesen Schalter einfach reindrücken, ausklipsen und ab. So, in meinem Fall habe ich hier jetzt nämlich noch, ja, das sieht man jetzt schlecht, die Ambientebeleuchtung, die hier reinführt. Das muss ich auch immer den Leuten bei Audi sagen, wenn sie irgendwas an der Tür machen. Den natürlich abziehen, sonst reißen wir das Kabel auch raus. So, und jetzt können wir uns weiter an die Tür begeben. Ja, so sieht meine Tür aus. Ich habe mir letztes Jahr eine neue Anlage einbauen lassen. Mitteltieftöner von Hertz. Das ist hier noch, das ist, glaube ich, irgendeine Marke Eigenbau. Die haben nämlich diesen Tieftöner im 3D-Drucker gemacht. Genau, die wurden getauscht, die Lautsprecher hier oben wurden noch getauscht, Endstufe wurde getauscht, das Ganze isoliert. Das mag jetzt hier vielleicht nicht so viel aussehen, aber die Türpappe selber wurde auch noch verkleidet und dahinter wurde auch noch verkleidet. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir hier ran? Wie kommen wir an den Fenster hier ran? Weil hier ist ja irgendwie alles zu. Den Motor ausbauen, das hier ausbauen, ja. Alter, wurde das geklebt oder was? Oh Junge, ich raste aus, ey. Okay. Kann ich denn das jetzt ab hier? Jetzt sieht man aber auf jeden Fall, dass hier hinten auch sehr schön gedämmt wurde. Gut, innen jetzt nicht. Aber das ist halt, wie gesagt, akustisch auch nochmal richtig, richtig nice. Schloss muss auch raus. Lautsprecher muss raus. Ich raste aus. Das mal ein Klopper, oder? Weil hier ist die Schraube für das Fenster zum Arretieren und das gleiche nochmal hier. Also diese beiden Schrauben müssen wir lösen. Sieht die Scheibe ja hier schon. Und dann sollte man die einfach rausnehmen können. Hoffentlich. So, also hier ist gelöst, da ist gelöst. Das hier ist die Schraube für vorne, schön mit Loctite. Das ist die Schraube für hinten. Also die ist auf jeden Fall ein bisschen fetter, die hier drin sitzt. Und jetzt sollten wir eigentlich die Scheibe rausbekommen. Scheibe habe ich. Jetzt ist hier allerdings irgendwas runtergefallen. Das ist auf jeden Fall die Aufnahme vorne, wo die Scheibe drin sitzt. Hier kann man das an der Spur der Scheibe erkennen, dass das hier so drin sitzt und dann einfach nur festgeschraubt wird. Ist das bei ihm auch passiert? Ja. 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 Ja.
Jetzt mir wieder zu warm. Da warm, kalt, kalt, warm. Was ist das für ein Wetter? Alter. Ich glaube, das hier erklärt ganz gut, was los ist. Das sieht ja bitterböse aus. Also dieses Seil hat sich hier wohl komplett um den Motor. Ja. Hier sollte eigentlich nichts kaputt sein. Das Ding hier gleich rausklipsen. Dann müssen wir einmal hier oben die Schraube lösen, hier unten eine Schraube lösen, um ja dieses Gestänge rauszubekommen und das gleiche nochmal hier und ja, ich vermute mal, ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht hier hinter, dann muss ich den nämlich auch nochmal abschrauben. Für dieses Gestänge ist einmal hier die Schraube hinter dem Lautsprecher und natürlich hier oben. Genau da. Handshoes on fleek. Okay, aber nichts gebrochen. Das ist keine Zehner. Ich habe auch hier eine Elfer. Eine Zehner. Das ist eine Zehner, das ist eine Zehner. Das ist ganz was anderes. Ich raste aus. Probieren wir mal eine Zwölfer. Das ist auch keine Zwölfer. Das ist auch keine Zwölfer. Okay, 13 und 13. Gibt es eine sinnvolle Reihenfolge? Nö. Ein bisschen pushen. Und dann kommt das Ganze hier raus. Ah, okay, der hält hier auch noch mal drin. Aha, da ist er nämlich gerissen. Kann man das mal einer vernünftig erklären, wie ich das hier rausbekommen soll? Da ist er gerade am Platz mehr. Junge, Alter. Das ist also der Fensterheber, beziehungsweise das, was noch davon übrig geblieben ist. Und wir sehen, dass es hier gerissen ist. Das ist natürlich ein Problem beim Coupé, dass hier, wo die Scheibe sitzt, natürlich immer Wasser reinläuft. Ist halt ein Coupé, das läuft dann unten an der Tür wieder ab. Alles schön und gut. Allerdings rostet so ein Stahlseil dann natürlich auch über die Jahre. Es ist Original Audi. Also dieses Ding sitzt eigentlich, und jetzt frag mich nicht, warum das hier raus ist, und vor allem, wie das raus ist, weil hier ist nämlich eine Feder, die eigentlich hier reingehört. Total Katastrophe. Also normalerweise geht dieses Teil hier durch, wird hier drauf gesteckt und läuft dann hier entlang. Das Ding war aber komplett daneben. Das heißt, diese Federfunktion, die es hier bei dem neuen gibt, die war ja gar nicht vorhanden. Was ist das denn für eine Scheiße? Auf jeden Fall weg damit. Wir kloppen das Ding jetzt einfach mal rein. Beim Einbau von diesem Lachs hier ist wichtig, dass ihr gleich mit diesen Schrauben hier, die hier oben, den und den, wieder genau in diese Löcher kommt. Da muss das wieder rein. Genauso wie hier unten. Das heißt, das wird, glaube ich, ziemlich einfach. Ja gut, hier ist pretty easy. Da wird es immer ein bisschen knifflig. Da muss man dann irgendwie hier von der Seite, glaube ich, rein. Let's try. Oh Mann, ey. Oh. Was ist das denn? Ha. Das ist das Reststück. Nein, jetzt habe ich's. Okay, ich habe mich gerade vertan. Hier ist nämlich das Stück, wo es gerissen ist. Das heißt, hier saß vorher das Drahtseil drin, was in diesem weißen Stecker drin war. Stimmt, das ist das letzte untere Stück und das ist gerissen. Ja. So, auf ein neues. So, da kommt der Onkel mit der Glasscheibe. Fette. So. Ja, sitzt noch nicht richtig. Du hast halt hier einen gewissen Spielraum, wo du die Schraube hoch und runter setzen kannst. Hier ist jetzt auch noch ein bisschen Spiel, deswegen probiere ich jetzt das jetzt hier noch mal zu lösen. Also hier habe ich die jetzt nochmal eingestellt und hier schließt sie. Eigentlich ganz gut. Könnte vielleicht noch einen Ticken weiter runter. Wobei beim Öffnen passt das eigentlich schon. Und die Tür drückt sich hier nochmal ein bisschen hoch. Vielleicht ist die Tür auch falsch eingestellt. Ich probiere das einfach nochmal ein bisschen einzustellen. Aber so habe ich es mir ehrlich komplizierter vorgestellt. Ist eigentlich gar nicht so schwer, wie ich dachte.
Ja, Mann. Cool. Das ist soweit fertig. Jetzt nur noch die Pappe wieder dran, alles wieder anstecken und dann ist der Fensterheber fertig. Fensterheber ist fertig, geil. Sommer kann kommen. Ich bin echt mega zufrieden, dass es so geklappt hat. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, gerne auf Abonnieren, auf die Glocke drücken. Dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und für mich geht's erstmal ab zur Eisdiele.